family Lettner in Klam, and they have a chicken farm. And now you will see part of the interview with Mr. Lettner. Bitte, wenn Sie kurz sagen, Sie erklären, also wie Sie mit dem Betrieb angefangen haben und kurz die Geschichte vielleicht, wie der Betrieb entstanden ist. Das ist ganz einfach. Ich habe den übernommen von den Eltern. Die Eltern waren krank. Ich habe mit 18 Jahren die Landwirtschaft angefangen. Sie haben Sie übergeben? Ich habe schon übergeben an die Tochter. An die Tochter, okay. Wir betreiben jetzt Hühnerwirtschaft, Geflügel und als Eierproduktion und in Wiesen. Pferdeheim macht man, Obst wird verkauft, Ackerbau, Getreidebau, Bier in Januar. Mit der Rindermost und Milch haben wir aufgehört. Hello, we are currently at the Speckalm, that's a farm and an inn. And now we are gonna talk to Mrs. Gassner. Also ich bewirtschafte das mit meinem Mann. Wir haben das vor 27 Jahren. Ich war praktisch im Betrieb übernommen. Es war damals ein Milchviehbetrieb im Vollerwerb. Und wir haben eben dann umgestellt auf Mutterkuhhaltung mit Schweinenmast, die was in der Weidehaltung gehalten werden. Und haben eben eine Mostschenke, bäuerliche Mostschenke dazu aufgemacht. Hey guys, we are here at the farm of the family Heenberger in Oeth, and we are now going to show you some impressions of the farm and also parts of the interview with the family. Was von einer Generation zur nächsten weitergeben wird. Okay. Bis 1742 ist urkundlich rückverfolgbar. Eigentlich unser Name, der Heenberger. Das erste Mal im Haus kriegen und seitdem war immer Landwirtschaft. Ja. Und ist eigentlich von einer Generation zur nächsten so weitergegangen. Und das hat dann noch jemand funktioniert. Ruf was! In 1920, in der Anfangsphase 95% und das kann absenken innerhalb von einem Jahr auf 60%. Dann müssen sie austauscht werden, weil das Futter teurer ist als die Eier. Okay, also wie lange ist dann ein Huhn so circa? Ein Jahr. Genau ein Jahr. Ja, es wären so um die 180 Schlachtungen sein bei den Schweinen. Im Durchschnitt so ungefähr. Und ungefähr 10 bis 12 Jungrinder, was geschlachtet werden. Ein Teil, also ein Großteil von den geschlachteten Schweine und Rinder kommt dann in die Mostschenke und ein kleiner Teil wird Druckhof verkauft. Verkaufen haben wir 500.000 Liter. Ja. Und jetzt hier haben wir vorher dann halt noch die Kälber und so. Im Jahr, ne? Im Jahr, also. 500.000 Liter im Jahr. Sondern die Grundfutterarten, das Grundfutter produzieren wir selber. Beste Qualität. Also, in ganz Österreich, ich glaube, das ist komplett wurscht, ob Bio oder nicht Bio. Also wir produzieren beste Qualität, träumen schon so. Ich denke, da sind wir eigentlich Vorreiter mit unseren Lebensmitteln. Also ich denke schon, dass was Österreich an Lebensmitteln produziert, dass das einwandfrei ist und was Gutes und was Gesundes am Tisch kommt. Wir haben sicher gute Qualität, perfekt, aber ich sagte, man muss so ehrlich sein, die bayerischen Produkte, die arbeiten auf demselben Level wie wir. Also ich kann nicht sagen, ein Landwirt im Allgäu produziert nicht so wie wir. Also da sind wir hübsch gleich, das muss man dann schon ehrlich sagen. Sicher? Ja. Betrifft uns sicher, weil das heißt das noch nichts, dass die großen Handelsketten freien Lauf haben. Ja. Und da werden noch 30% mindestens der österreichischen Landwirte werden gehen müssen. Also ist das im das Prinzip ist ein reines Konzernspiel. Weil der Konzern sagt noch und das
das will ich so haben und das magst du so und sonst hörst du auf. Das ist dann auch die Befürchtung dabei, dass viele Betriebe in Österreich dann halt aufhören müssen. Man kann nicht mehr produzieren zu dem Preis noch. Ja. Für die österreichische Landwirtschaft sicher nicht gut, also nichts Positives finde ich da dran. Und ich bin auch der Meinung, dass die österreichische Landwirtschaft, so wie eben das in Österreich gemacht wird, wir könnten sie sicher von der österreichischen Landwirtschaft, können sie Österreich ernähren. Nicht positiv, unsere Vertretung ist dafür. Und ich muss sagen, ja, wenn die Leute die Gentechnik wollen, dann kann's. Ich glaube, dass gerade in dem Bereich viel Zwänge, Aufklärung gegenüber den Konsumenten oder überhaupt der gesamten Bevölkerung ist. Die Leute werden einfach falsch informiert oder nur teilweise informiert. Und so kommt dann auch, es wird immer eher positiv hingestellt und die negativen Seiten, was auf Österreich und auch auf die österreichischen Landwirte zukommt, die wird gar nicht aufgezeigt, die negativen Seiten. Ja.